So, und da bin ich wieder. Ja, 7 Days habe ich auch mitbekommen. Seit 10 Jahren. Endlich wieder raus. Ich glaube, ich nehme den Timer raus. Das ist nur einfach. Ich glaube, ich nehme den Timer da raus. So, ich weiß jetzt aber gerade nicht, was ich als nächstes machen soll. Denn ich habe eigentlich vor, hier noch später zu dekorieren. Also ich werde das heute nicht machen, weil ich einfach zu wenig Sachen habe zum Reparieren, zum Bauen und so was. Vor allem, ich brauche eigentlich hier Glühwürmchen zum Beleuchten und so. Werde ich wahrscheinlich auch noch. Oder warte, was kann er noch? Der kann auch Leuchtquellen machen, ne? Lichtquellen. Die sind genau, bei mir ist das eine grobe Orientierung. Hey, bei dir ist das Qualitätscontent, ja? So, vor allem, ich hatte auch überlegt gehabt, mein eigenes Anwesen vielleicht irgendwie mit so einem Weg hier nach oben hinzusetzen, irgendwann. Dass hier oben dann vielleicht mein Anwesen werden soll. Ja, hier bei dir immer Qualitätscontent. Das streite ich ja nicht ab. So, ich bin aber wirklich am Überlegen, wie ich hier das dann weiter ausbauen werde. Vor allem, eins habe ich erfahren, weil ich das in Irwitzburg ausprobiert hatte. Zu nah an das Ding, an die Refugium der Flammen, kann man nicht bauen. Und das ist dann quasi abgegrenzt dann, das Baugebiet. Dann ist er kleiner halt. Das heißt, ich kann das quasi als Teil meiner Stadt, meines Dorfes oder was auch immer das ist, rein theoretisch sehen, aber warte mal. So. Ich habe auch nicht vor, es abzubauen. Ich wollte das nur. Klar, ich kann verstehen, dass die das aus dem Grund halt nicht bebaubar machen, dass man da nicht hinkommt. Achso, ich habe keinen Mana mehr. So, was ich aber dann am Überlegen bin, ist vielleicht doch die ein oder andere Quest zu machen jetzt erstmal vielleicht doch. Irgendwie. Hier baue ein Labor haben wir jetzt als Aufgabe. Bei wem kann ich ein Labor bauen? Bei ihm? Zwei Jahre reichen. Genau, wie heißt das so schön? Ja, heißt leck mich am Arsch, oder wie? Irgendwie so in der Richtung. Habe ich zumindest so mal gehört. So, wo kann ich ein Labor bauen? Du willst einen Bann. So, herstellen. Hier auch. Hä, wo? Hey, rein theoretisch kannst du es mit den Commands sogar tatsächlich dir selber einen Bann geben oder dich sogar als Mod entfernen. So. Bitte versuch das nicht aus. Ich habe das selber mal bei jemandem gemacht. Das ist.
Beim Carsten, beim Seuchenprobot habe ich das gemacht. Und dann durfte ich einfach mal ihm erklären, so, warum ich das gemacht habe. Ah, hier, ich kann das selber herstellen. Ah, okay, dann, ich brauche die nicht zu farmen. Wo baue ich ein Labor? Bin ich gerade doof? Hier baue ich ein Labor. Dafür brauche ich ein Athanor, oder wie man es ausspricht, wissenschaftliche Instrumente. Dafür brauche ich Glas und Bronzebarren. Glas haben wir, aber Bronzebarren haben wir zu wenig. Ich glaube, ich muss farmen gehen. Oder warte mal, haben wir vielleicht andere Quests erstmal? Webstuhl für die Jägerin. Plasmapresse für den Sammler. Kann sein, dass ihr gleich kurz ruckelt. Wo muss ich das finden? Hä? Den haben wir. So, ja, jetzt ruckelt's. So, die größte Beute unter den Amseln, da kommen wir noch nicht hin. Ah, es tut mir leid für die Frame-Einbrüche, aber... Alter, das ging ja richtig heftig gerade mit den verlorenen Frames. Kommt drauf an, wie spät du morgen aufstehen musst. Wenn früh, dann würde ich sagen, geh lieber ins Bett. Also, guck mal, wir haben es jetzt gleich halb eins. Halb 1 Uhr morgens. Um 7? Ja, dann geh lieber ins Bett, Hel. Schlafen ist wichtig, genau wie Falli sagt. Schlafen ist wichtig. Dann geh lieber ins Bett, dann dann würde ich sagen, sieh lieber zu, dass du fit bist, aber sicher, dann pennen gehen, genau. So, was habe ich jetzt eingesammelt? Erdbeeren und Pflanzenfasern. Wo haben wir Erdbeeren? Da haben wir Erdbeeren. Ja, ich kann das nachvollziehen, das mit dem Meuchelmord. Als Mönch. Ja, ich werde auch nicht mehr allzu lange machen. Ich werde vielleicht spätestens um 2 Ende machen. Für heute. Allerspätestens. Und mal gucken, wie ich die Videos dann hier zusammenschneide für YouTube. So, aber hey, ich kann das nachvollziehen, dass man gerne, genau wie Fali sagt, reguläre Schlafenszeiten sind wichtig. So. Ich würde aber mal überlegen, was könnte ich jetzt eigentlich als nächstes bauen? Hel, ich weiß, wir sind fies, wir sind böse, wir gönnen dir nichts. Aber
Schlaf ist nun mal wichtig hier und wir wollen, dass du fit bist. Genau, dann kriegst du keine Geschichte vorgelesen. So. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, was soll ich machen? Soll ich hier eine Geschichte zum Vorlesen raussuchen? So, kriege ich das da weg? Apropos Buch, ich könnte auch rein theoretisch von meinem Buch mal vorlesen. Zumindest das, was ich auch mal bei Brom zum Vorlesen gegeben habe. Alles klar, Hel, dann viel Spaß beim Lurk und nachher gute Nacht. Wenn ich was vorlesen soll, haut raus, kann ich auch gerne machen. Dann wird das mal eine andere Folge. Und wie die ist hier wahrscheinlich eher abgebrochen. Ich renne jetzt auch hier die ganze Zeit hin und her und weiß nicht wohin mit mir. Eigentlich warten wir mal. Komm, wir gehen rüber ins Ödlandgebiet hier. Hier, Mythos der Riesen können wir ja machen. So, ich markiere mir das schon mal. Und dann schauen wir mal, was wir genau hier machen. Ah, okay, da sind Zelte. Knochensplitter-Ausgrabungslager. Ja, natürlich, der hat mich jetzt im Visier. Immer diese Drachengeier. So, das baue ich schon mal ab. Das sammle ich. Bücher nehme ich immer mit. So. Was haben wir? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. So, dann kann ich hier jetzt mal was vorlesen. Hinweise von einem Schamanen. Ich habe bei der Untersuchung des Friedhofs einen Schamanen getroffen. Er schweigt, will nicht sprechen oder meine vielen Fragen beantworten. Sehr untypisch für jemanden aus der Ödland. Vielleicht ein Schweigegelübde? Vielleicht lebt er inmitten der Fossilien, denn er schien sie auf eine mir rätselhafte Weise anzubeten. Als ich ihm eine weitere Frage stellte, zeichnete er einfach eine Rune in den Sand. Alte Hieroglyphen. Das machte mich neugierig. Ich bin nach Ost-Labis zurückgekehrt. Dort, im Archiv, gibt es einen staubigen Kodex zu den Runen des Schamanen. Ich habe das Bild, das er gezeichnet hat, sofort erkannt. Und die Übersetzung hat mich schockiert. Drachen. Gibt's hier noch mehr? Stimmt, hier oben. Aha, hier müssen wir knacken. Nein, nicht schlafen, ich will die Bücher. Warte mal. Da drin ist irgendwas versteckt.
Okay, ist ein bisschen enttäuschend, aber ich hatte jetzt gedacht, da wäre eine Truhe oder sowas. So, versteckte Handwerksrezept. Du hast ein verstecktes Handwerksrezept in den Hallen der Erloschenen gefunden. Besorge dir alle Rezepte. Ah, okay, das ist eine allgemeine Quest. So, dann. Schauen wir mal. Wollen wir vielleicht. Da könnten wir jetzt auch mal hin. Obwohl es wird dunkel. Vielleicht sollten wir uns auch mal irgendwie hinlegen. Da oben ist noch was. Konnte ich das denn jetzt übersehen? So, Stiefel des Zaubermeisters. Was ist das hier? Im Miasma. Ah, okay. So, jetzt müssen wir pennen gehen können, oder? Noch immer nicht. Was war das da oben? Ah, okay, da ist ein Schrein der Flamme. Der hat mich im Visier, oder? Ich dachte schon. Das wäre jetzt doof, hätte er mich jetzt im Visier gehabt. Komm, wir legen uns zum Skelettchen. Auf kuscheligen Knochen liegen, das tut man gerne, oder? Alles klar, Oldcoin, bis gleich. So, ich will nur an dir vorbei. Toll, jetzt darf ich gleich gegen den kämpfen, weil keine Ausdauer. Alles klar, Falli, dann auch dir einen schönen Abend noch oder gute Nacht. Wahrscheinlich gehst du jetzt auch schlafen. So. Und dir morgen auch viel Spaß beim Coworking. Und vielen Dank, dass du auch wieder mit dabei warst heute. Ah, Bruchshafen, da sind wir wieder. Na toll. So, Bücher, die kann ich doch mitnehmen, ne? Ja. Natürlich. Okay, das ist mir neu. Dass vom Keller so ein Aufgang ist. Ah, wahrscheinlich, weil hier die Tür eingestürzt ist. Aber was gibt's denn hier? Fellfetzen.
Jetzt soll ich die Ratten. Von wo kommen die? Von da. Okay. Okay, darüber komme ich erstmal nicht. Oder nicht so einfach zumindest. Ich glaube, ich muss ins Miasma. Ich muss dran vorbei zumindest. Ah, was haben wir da oben? Was haben wir hier? Okay, sowas feiere ich, wenn es auch solche Ruinen gibt. Ah, nein. Ich hasse die Drachtgeier. So, jetzt ist die Frage, wie kommt da? Das sieht aus, als wäre da ein Durchgang. Ja, ist es auch. Hier ist eine Straße. Perfekt. Und was ist das? Rosenmuschelbau? Okay, sieht aus wie ein riesiger Garten. Oh, eine Klette haben wir gefunden. Nice. Ich kenne auch vielleicht die ein oder andere Klette. Okay, was gibt's denn hier so zu entdecken? Willkommen zurück, Oldcoin. Eisenpfeile, nice. So, und wieder was zum Vorlesen. Oh, Hel, falls du noch da bist, ich habe hier was für dich, was ich jetzt vorlesen würde. Geht um zum Thema Träumen. Meine Familie und ich haben fast ein ganzes Jahr lang nach diesem Land gesucht. Achso, okay, dann Entschuldigung, ich habe jetzt was anderes erwartet. Ich erkenne zwar einen guten, fruchtbaren Boden, wenn ich ihn sehe, aber ich war nie zufrieden. Und dann, eines Tages, kamen wir über diesen Kamm und ich sah, wie die Setzlinge sprossen. Ich konnte die Nährstoffe in der Erde auf meine Fingerspitze schmecken. In dieser ersten Saison war mein Vater noch besorgt, dass ich falsche Wahl getroffen hatte. Aber als der Weizen geerntet wurde und wir dadurch Brot für den Winter hatten und Geld in der Tasche, sagte er mir endlich, wie stolz er war. Aber allmählich bin ich dem Hof entwachsen und habe meine Sachen gepackt und plane, meine eigene Taverne in Bruchshafen zu eröffnen. Ich könnte mich kaum noch mehr darauf freuen, dort mein Kochtalent mit Reisenden aus nah und fern zu teilen. Bevor ich abreise, möchte mir meine Mutter noch ein Geschenk mit auf den Weg geben. Ich frage mich, was es sein könnte. Emily Frey.
gehe mal von aus, dass dahinter was versteckt ist. Sonnenhammer. Was ist das genau? Ist das Einhand oder Zweihand? Zweihand. Warum muss das immer Zweihand sein? Was ist das denn? Revitalisierender Heiltrank? Plus 800 Lebenspunkte. Okay. Mit 800 hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Nitrat. Ah, hier gibt es Nitrat. Okay. Alter. Nein. Yo. Von wo kamen die jetzt? So, fossiler Knochenstaub. Was gibt's denn hier noch? Ja, Pumplingsbeine. Ach, das war der Weg. Kann ich das hier aufmachen? Ich glaube nicht. So, wie sieht's hier aus? Okay, mit den beiden habe ich jetzt nicht gerechnet. Da war ich jetzt wirklich ein bisschen überrascht. Okay, Wasser. Wasser sind wir jetzt übrigens schon auf 100. Nein, ich wollte jetzt nicht auf den Pott. Wo geht's raus? Ach, hier oben bin ich jetzt. Und da war ich noch nicht, okay. Komme ich hier auch irgendwie rein? Die Seite? Hier, glaube ich. Ja.
Noch mehr Kletten nehmen wir mit. Ich nehme dann alles mal mit. Und Safran. Ich dachte, ich habe doch da eingesammelt. Anscheinend nicht. Doch, wir waren hier. Ich bin nur dran vorbei. So, da kommen wir ja noch nicht hin. Aus Gründen. Würde ich mal hier durch die Höhle gehen. Ist das eine Höhlenpassage oder nicht? Ich komme mir gerade vor, als würde ich durch einen Vulkan laufen. Nicht. Ach. Ich hoffe, der sieht mich nicht. So, hier haben wir wieder Lapis Lazuli. Da nach oben will ich. Ist doch das, was ich suche, oder? Knochen? Okay, Freddy, da bin ich gespannt, was du jetzt erstellt hast. So, wann kommt die Folge mit deinen neuen Thumbnails? Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ja gut, dann machen wir so. Alles klar, schaue ich mir gleich an, also nach dem Stream. Warte mal, kann das sein, dass das der Weg ist, der in die Berge führen soll? Da vorne haben wir wieder die nächste Stadt. Webstuhl für die Jägerin. Nee, also hier die Berge ist dann gleich vorbei. Hier gibt es nichts zum Lesen. Können die nicht aufhören, mich zu jagen? Okay, die haben aufgehört. Und jetzt habe ich die Käfer hier. So, jetzt kann ich auch ruhig drauf gehen ohne Probleme. Level 25. Ostlapis. Okay, wir haben Ostlapis entdeckt. So.
Was ist mit dem scheiß Käfer? Warum sind hier eigentlich auch so viele Käfer und warum sind hier auch so viele tot? Nein! Jetzt kann ich mal mehr springen. Okay, die Tür gefällt mir. So, hier haben wir Leder. Nein! Dreckskäfer. So, Metallschrott. So. Nehmen wir auch alles mit. Okay, hier. Ich dachte, hier wäre ein Miasma-Nebel. So, Holzbretter, nice. Hier die Möbel sehen richtig schick aus. Ist wahrscheinlich alles aus Palmholz. Ich dachte, hinter mir wäre etwas. Hier haben wir aber was. Stachelbogen. So, warte mal. 35. Auch nicht. Wir sind aber auch wieder voll. Ordentlich. Wo geht's raus? Wo ist die Tür gewesen? So. Wo können die sich in die Gegenseite bekämpfen da? So, Wegpunkt setzen. Neuer Ort kartiert. Weberhütte. Oh, direkt in der Weberhütte gelandet. Perfekt. Autsch. Natürlich müssen die hier jetzt alles in die Luft jagen wollen. Oder ist das da die Weberhütte? Das hier ist die Weberhütte. Okay, ein Teppich auf dem Tisch. Sollte wahrscheinlich als Tischdecke fungieren.
Ah, hier haben wir's. Wir haben Webstuhl gefunden. Okay, da nach oben komme ich nicht. Dann wahrscheinlich hier rum. Oh. Freiluftklo. Hoppala. Frage ist, gibt es hier auch so Texte zum Lesen? Und so ein Bügeleisen haben wir gefunden. Oh, sorry. Ihr wollt jetzt nicht ins Mikro niesen. So, nochmal kurz heilen, also reparieren. Schwert bügeln. Was war das? Dietrich. Perfekt. Gegrillter Sandgräber. So, Bücher nehmen wir nochmal mit. Ich glaube, hier gibt es jetzt nichts, was man lesen muss, oder? So. Das wollten wir noch eigentlich machen. Ursprünglich. Die Obeliskenforschung. Und natürlich wird es wieder ein bisschen dunkler hier. Doof ist, ich muss an denen vorbei. Ich muss wieder über die Brücke. Ich hoffe, dieses Mal bin ich weit genug von denen entfernt. Okay, die zwei werden Probleme machen. Ist der noch, der ist noch immer hinter mir, ja. Natürlich. Ne, der hat abgelassen. Okay. Hier haben wir sie. Obelisk der Erbauer. Liegt hier noch irgendwas rum? Nö. Von dem Makel in uns allen. Vielleicht wurde die Flamme schon immer verdorben. Geblendet vom eigenen Licht. Oder vielleicht sind wir schuld. Der letzte Makel zu hoch für den Rest gestellt. Ein Fall, der so tief war, dass er selbst die Abgründe der Sternfallkönigreich in den Schatten stellt. Ein Versagen, das uns auseinanderreißen wird. Getrennt durcheinander. Unsere Jungen ertrinken im Krieg. Unsere Alten sind in den Sternen eingesperrt. Eine Fehleinschätzung. Asche zwischen Strähnen. Strähnenfeuer? Strähnenfeuer? Wir alle müssen von vorn anfangen. Manator. Wer ist jetzt Manator?
So, da haben wir Bruchshafen. Rosenmuschelbau. Ah, warte, genau, da wollten wir auch noch mal hin. Da war ja was. Ich habe den total vergessen, dass wir da noch hin wollten. Zu dem, ich nenne das mal Staudamm, Staudamm der Erbauer. Sieht zumindest für mich danach aus. Warum leuchten die so, anstatt blau wie üblich? So, einmal kurz im Inventar gucken. Was haben wir, was wir nicht brauchen? Was wir nicht haben wollen. Gut. Brauchen wir nicht. Holzscheite haben wir genug. Knochen wird fürs Erste reichen. Den würde ich mal benutzen. Und da haben wir eine Kiste, eine Truhe. Fleischhacker. Irgendwie eine Schlafmöglichkeit wäre jetzt super. Ein Bett, irgendwie irgendwas. Warum muss es, wenn ich bei solchen Orten da bin, immer dunkel werden? Sorry. Boah, so mein Hals fängt schon an zu kratzen. Hat da gerade was geleuchtet? Ja. Boah, ich mache mir eben kurz nochmal eine Flasche hier auf. Und was zu trinken, weil mein Hals übelst am Kratzen ist. So, dann können wir gleich, sobald es hell ist, irgendwie versuchen. Oldcoin, ich habe kein Wasser. Freddy hat das bei uns schon zweimal gemacht. Was soll ich machen? Ich habe Wasser aus dem Hahn getrunken. Ich habe kein Wasser gekauft. Ich werde kein Güllebacher trinken, nein. Autsch. Nein. Boah, ich dachte schon, ich falle jetzt in den Tod.
Ihr möchtet einfach, dass ich leide. So, habe ich Stein? Ich habe keinen Stein, ne? Ne, das ist kein normaler Stein. Oldcoin sucht eine Strafe für mich aus. Ja, ich trinke jetzt das. Ich hab kein. Die Punkte kriegst du auf jeden Fall nachher zurück. Also. Ernsthaft, jetzt wird's hell? Jetzt ist hell? Ernsthaft? Na, du darfst dir eine Strafe aussuchen. Ich hab kein Wasser. Und eigentlich an sich, das Wasser aus dem Hahn trinke ich auch nicht. Normalerweise, weil. Naja, hier sind echt tolle Abflussrohre, sage ich jetzt mal. Also hier in der. Deswegen ich. Wenn dann. Ich sag mal so. Das Wasser aus dem Klo wäre, glaube ich, sauberer als das, was um den Hahn kommt. Na, hier ist er. Übertrieben, also jetzt von mir. Na, hier schon sehr dunkel. Eisenblock. Okay, warte mal. Moment. Hab ich keinen Stein? Ich brauche Stein, ganz dringend. Gibt es hier irgendwas, womit ich Stein bekomme? Irgendein Möbelstück, irgendein Gegenstand. Dann würde ich hier einen Flammenaltar bauen. Ja. Schon mal einer. Ich brauche fünf. Papier. Hier gibt es Papier, okay. War das ein Pferd, was ich dann gehört habe? Könnte das hier? Nein.
So, ich brauche jetzt zwei Steine noch, damit ich einen Flammenaltar machen könnte. Das hört sich nach Metall an. Und dann könnte ich hier regelmäßig hin und her switchen, sage ich jetzt mal so. Sobald ich den Flammenaltar habe, hier irgendwo in die Nähe gesetzt. Und die Dinger alle abbauen, damit ich an Eisenbarren und so weiter komme. So ähnlich wie bei den Dingens hier. Ah, hier. Sogar zwei bekommen. Perfekt. So. Das Ding ist da. Ich habe die Fackel nicht weggetan. Okay, hier darf ich nicht bauen. Alles klar, Oldcoin. Bis gleich. So, ouch. Darf ich hier bauen? Okay, nice, perfekt. Schrein der Flamme. So, dann einmal kurz wieder nach Hause. Alles einlagern. Okay, jetzt wollen sie alle was von mir. Erst, ich lagere aber trotzdem erstmal ein. Kann ein Weilchen dauern, aber ja. Und das wird noch schlimmer, sobald das andere Lager da fertig ist. So, habe ich hier unten eigentlich irgendwas, was... Ne. Die muss ich nachher irgendwo hin wegpacken. Kann noch ein Weilchen dauern. Tut mir auch leid, aber... Ja, ist halt dann so. Apropos, warte mal, wir haben auf... Da hat es kurz wieder geruckelt. Achso, jetzt ist hell. Wir haben aber auch Fleisch. Nicht genügend Materialien. So, die muss ich dann auch gleich umlagern. So, Geflügel. Nein, falsche Truhe. Hier. So, Freddy, bei so viel Fleisch, da wirst du eigentlich glücklich, oder? Für hier irgendwie was? Ich habe vorhin auch Pflanzen eingesammelt, meine ich. Ich würde Saftmann vielleicht auch mal hier mit reinpacken. Fleisch immer. Habe ich von dir irgendwie auch nicht anders erwartet.
Ah, hier habe ich Safran auch reingetan. Okay. Packe ich gleich woanders hin. Nitrat würde ich hier mit reinpacken erst einmal. Und Papier auch. Und willkommen zurück, Oldcoin. Warte mal, was ist das dann? Feuerirrlicht. Feuerirrlicht beschwören? Interessante Spruchrollen kriegen wir hier mittlerweile. Der kann auch hier rüber. Bisschen von Jorgensen abgekupfert. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe meine Thumbnails auch von mehreren Creatoren ein bisschen so abgekupfert und dann versucht, meinen eigenen Stil draus zu machen. So, den Fleischhacker wollten wir ja nicht. So. Hauptsache, du hast das nicht 1:1 kopiert, sondern ein bisschen quasi deine eigene Handschrift da quasi reingemacht. Nee, ich glaube, das packe ich trotzdem mal hier mit rein. Die Klette. Achso, und hier. Das habe ich vergessen. Habe ich Eier? Ich habe keine Eier. Bitte nicht zitieren. Ist mir ein bisschen zu spät aufgefallen. Wo haben wir Wasser? Haben wir hier wohl? Hier haben wir ein, dann können wir das so machen. So, wo hatten ich würde Eisen vielleicht auch erstmal bei denen mit reinpacken. Die Münzen muss ich noch dahin packen. Obwohl, warte mal, ich pack die erstmal hier hin. Komm, ich quatsche mal mit Emily. Kannst du bei der Suche helfen? Oh, hallo Flam. Entschuldigung. Oh, hallo Flammblut. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich bin verzweifelt. Meine Mutter hat mir einen sehr wertvollen Ring geschenkt, bevor ich nach Bruchshafen gegangen bin, um dort eine Taverne zu öffnen. Leider musste ich auf dem Weg durch das Ödland vor einem Sandgräber fliehen, wobei ich den Ring verlor. Kannst du mir helfen, ihn zu finden? Du hast einen Clip gemacht? Freddy, ich hasse dich. So, Webstuhl erhalten. Sehr gut. Unterschätze niemals einen Faden. Wenn er stark genug ist, kann er jede Wunde flicken. Und jede Kehle zuschnüren. Platziere den Webstuhl, wenn du loslegen möchtest. Das Spinnrad. Flamloop, du arbeitest jeden Tag so unermüdlich, dass aus Minuten Stunden und auch Stunden Tage werden. Nutze ein Spinnrad, um beim Weben von Leinen und Garn effektiver zu sein. Der Schreiner weiß, wie man es herstellt. So, haben wir hier was Neues?
Assassin-Set und... Also, die kennen wir ja schon. Webstuhl. Ah, okay. Ist da noch irgendwas Neues? Warte mal. Eisenfallen, vergiftete Eisen. Ah, okay. Sonst irgendwas? Wo was da aufleuchtet? Ah, hier. So. Und das packe ich mal hier hin. Und pack das dann hier hin. Ah, hier können wir Stoff herstellen. Hier noch mal kurz reparieren. Und die Fackeln packe ich mal hier hin. Dann sollen die wieder hier hinkommen. Fürs Erste. Die packe ich mal hier hin. So, dann will ich jetzt noch einmal dahin zurück, wo wir gerade waren. Nämlich hier hin. Das wollte ich so oder so mit euch noch erforschen. Freddy, ich hasse dich. Dass du das wirklich geklippt hast. Ich sehe jetzt erst bei OBS, dass da zwei Clips gemacht wurden. So, Bronzebarren. So, grünen Stoff haben wir. Den Barren. So, die Frage ist, kommen wir hier auch bis nach ganz oben? Nochmal 10 Barren, perfekt. Antiseptikum. Und Wasser. Ja, aber solche Dinger, die lohnen sich richtig. Da ist eigentlich so viel seltener Scheiß drin, ne? Versteckt. Wofür man richtig viel craften müsste. Kann man einfach die Dinger hier abreißen. Und dann hat man das auch schon. So, jetzt haben wir auch Papier. Ich muss rausfinden, wie man Papier hier herstellen kann. Was man dafür braucht. So, roten Stoff und retabilisierenden Dings. War ja ehrlich beschwören. Ich muss nachher rausfinden. Oder ausprobieren, was ein Feuer hier liegt ist.
Und manchmal bekommt man halt Knochen. Okay, das wird ein weiter Weg nach oben. Vor allem, wenn wir auch vorhaben, hier alle diese Dinger hier einzusammeln. So. Okay, jetzt, wo war die Treppe? Da. Aber was ist denn das genau hier jetzt? Ist das eine Art Staudamm oder? Oh, was haben wir hier? So, ich gehe nochmal dahin weiter. Das war knapp. So, nochmal Papier, perfekt. Warte mal, das... Ah, hier. Nochmal zum Baden. Okay, gehen wir hoch. Also die Ressourcen, die man kriegt, werden auch immer sehr, also die Art der Ressourcen, die man kriegt. Kriegt man auch immer seltenere Dinger. So, Schrein der Flamme haben wir erreicht. Ah. Hat ein bisschen gedauert hier. Okay. Ah, so ein Clip hast du auch. Ja, okay. Bisschen Out-of-Context-Sachen gehen ja immer. Beziehungsweise bei mir kann man das ja machen, um mich ein bisschen zu ärgern. Und vielleicht wäre da auch irgendwas mit bei, was für Streamclips hier, also für Clippy, für Streamclips Germany. Auch noch interessant wäre. Wer weiß. Kennst du eigentlich Clippy? Boah, ich dachte schon, ich falle jetzt runter. Wie kommt man da hoch? Den Dingern kann man nicht landen. Der hieß ja für Twitch Clips Germany, jetzt heißt er Stream Clips Germany, weil da Twitch was dagegen hatte.
Ja, mal gucken, so was da, was ich da in der Lage bin, so an Qualität zu steigern. Ob ich dazu überhaupt in der Lage bin. Okay, was denn hier passiert? Das waren die Drachengeier, hä? Das sind dessen Nester. Ich habe auch, als es noch Twitch Clips Germany hieß, hatte ich da auch einen Clip von mir und einen Clip von Hel eingereicht gehabt. Aus beiden wurde nichts. Oh oh. Aus beiden Clips wurde leider nichts. Ja, aber wie komme ich jetzt weiter nach oben? Gibt es hier überhaupt einen Weg weiter nach oben? Wer seine Augen aufmacht, der wird einen Weg finden. Miasma Meteor. Das ist falsch. Nein! Autsch! Okay, ein neuer Versuch. Wohl, warte mal. Bin ich jetzt hier so rum? Komme ich hier überhaupt noch weiter nach oben? Darf ich überhaupt hier noch weiter nach oben? Also ich würde gern noch weiter nach oben kommen wollen. So, warte mal. Hab ich was hier, um Mana aufzutanken? Nope. Das wäre jetzt super gewesen. Ich glaube, um noch weiter nach oben zu kommen, wird dann wohl nichts, glaube ich, hier, oder? Hier gibt es ja nichts, um noch weiter nach oben zu kommen. Oder warte mal. Ich muss jetzt eben kurz warten. Also ich muss jetzt wirklich warten. Ich glaube, wir könnten rein theoretisch von da nach da oben hinkommen. Denn ich will wissen, was da oben ist und ich will wissen, was dahinter ist. Ich muss jetzt eben warten, bis oben das Mana voll ist. Also voll genug ist, damit ich da rüberfliegen kann.
So. Was hier jetzt? So, ich will jetzt eben versuchen, da drauf zu landen. Klatschen wollte ich schon sagen. Da drauf zu klatschen. Da drauf zu landen. Werde ich eventuell ein bisschen Mana brauchen, um Aufwind zu kriegen. Und danach da oben. Aber ich habe auch die Vermutung, dass dahinter vielleicht schon wieder die Barriere ist, diese rote. Okay. Aber hat doch noch gereicht. Ich hatte gedacht, das könnte vielleicht knapp werden. So, komm, Paprika nehmen wir mit. Boah, ich habe jetzt echt voll Bock auf Paprika. Warum habe ich nicht vorher das hier gemacht? Sammeln wir einerseits ordentlich Kalkstein. Und komm noch weiter nach oben. Vielleicht kurz noch mal ein bisschen abwarten. Vielleicht noch mal. Ein Schluck Wasser. So, die Frage ist noch, wie weit buddel ich hier noch? Wie weit bin ich denn schon? Sieht schon sehr weit aus. Warum sehe ich jetzt noch nicht die Oberfläche? Kurz abwarten. So, jetzt ernsthaft, wie weit nach oben geht denn das? Ah, doch. Hier sieht schon aus, als würde es hell werden. Okay, abwarten. Und wir sind oben.
Okay, und wir sind dahinter. Also ich warte jetzt auf die Barriere, die jetzt hier kommen soll. Die rote. Okay, anscheinend darf ich bis hierhin. Gefroren? Man wird langsam. Okay, das heißt, man wird wahrscheinlich irgendwie eine spezielle Rüstung oder sowas benötigen. Oder spezielle Schuhe, die für den Schnee geeignet sind. Na, hier gibt es auch so rote Barrieren, die einen quasi in die zukünftigen neuen Gebiete verbieten, reinzukommen. Oder hier wurde vergessen, so eine rote Barriere zu machen. Aber man sieht auch, hier ist halt einfach noch nichts. Keine Gegner, gar nichts. So, hier ist ja quasi Miasma. So, und dahinter kann man auch schon sehen, also was dahinter noch kommt. Ich glaube, okay, hier ist auch sehr viel Schnee. Natürlich muss es gerade jetzt Nacht werden. So. Ach, Oldcoin, alles gut. Ich wollte eigentlich jetzt gleich eh Ende machen, also 2, 3 Minuten. Ich wollte mich dann jetzt eigentlich eher nach Hause porten, gleich. Und das Stückchen können wir noch gehen und dann. Ich habe jetzt nur ein bisschen länger gemacht, weil ich jetzt neugierig war, was das jetzt für ein Gebiet ist. So, ich sehe nicht, wo wir gleich gegenklatschen. Komm, weißt du was? Ah, kurz Ruckler. Wir porten uns nach Hause. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier nächsten Sonntag weiter. So, ich glaube, heute werde ich nicht mehr raiden, so. Aber ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.